Ich war geschockt, dass eine Stylistin mich blockiert hat, nur weil ich quasi reklamieren wollte. So Leute, wir filmen jetzt mit dem iPhone und wir haben jetzt vorgezeichnet. Das ist jetzt das erste Der Video. Unterschied zwischen Instagram und Realität ist mir einfach zu groß. Ich weiß nicht, warum ich immer an solche Leute gerate, aber der Unterschied zwischen Instagram und Realität ist mir einfach zu groß. In manchen Situationen hätte ich am liebsten die Behandlung abgebrochen. Ich hatte schon im Vorfeld mit der Stylistin, wo ich war, Kontakt. Ich hatte so das Gefühl, ich wirke so aufdringlich, nur weil ich Fragen gestellt habe. Ich möchte von den Dienstleister oder von der Heilpraktikerin oder vom Praktiker, sage ich jetzt einfach mal, Kosmetika aufgeklärt werden. Was wird wie gemacht? Wie kann es aussehen? Was kann passieren? Das erwarte ich und das fiel einfach komplett weg. Stattdessen darf ich mir wieder so ins Gesicht klatschen lassen, auf Deutsch, was du eigentlich für ein Krüppel bist, was du eigentlich für eine Missbildung sein musst, dass du, dass das bei dir einfach nie was halten möchte, ne? Man muss halt die richtigen Leute finden und das ist arg schwierig. Ich bin nicht zufrieden und ich bin aber Kunde und somit König. Ich finanziere das Leben dieser Leute. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber 350 Euro ist sehr, sehr viel Geld. Und wenn man mir das Ergebnis nicht zusichern kann, dann erwarte ich das, dass man mir das ins Gesicht sagt oder mir schreibt. Aber nicht einfach mein Geld einkassieren und wir sagen, wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass das hält. Und wenn nur die Kontur, also die Outline. Aber ich gehe doch nicht dahin, zahle 350 Euro für eine permanente Lip Liner. Ich will schon ein Ergebnis, so wie es mir im Internet zugesichert wird. Aber da ist das Problem. Wer seine Bilder im Nachhinein bearbeitet, Kontraste verändert, ja, und diese Ergebnisse unreell sind, dann kann ich die auch nicht bekommen. Ich wundere mich nur, dass das immer nur im Internet so schön geredet wird und nie jemand den Mund aufmacht, dass man nichts davon hört. Logisch, wenn sie mir jetzt gesagt hätte, nee, das kriegen wir niemals so hin, dann wäre ich gar nicht gekommen. Also die Farbe, die ich mir gewünscht habe, ist diese hier überhaupt nicht. Das ist weit von dem weg. Die Lippen sind jetzt noch ein bisschen geschwollen. Ich muss die jetzt auch gut pflegen und die Lippen feucht halten. Und zwar mache ich das hier mit dieser Creme. Die habe ich euch schon gezeigt. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Lippen in den nächsten 2 Tagen krustig werden. Die Krusten kennt ihr ja schon von den Augenbrauen. Dürft ihr nicht abpitteln. Die fallen aus. Das ist der erste Tag nach der Aquarell-Lips-Behandlung. Wie ihr seht, ich sehe echt scheiße aus. Mir geht es auch echt scheiße. Ich finde das alles echt unfair. So sehen die Lippen jetzt aus. Im Licht sehen sie ganz okay aus, aber ich sehe halt, dass die Farbe nicht gut angenommen hat. Also meine Lippen haben die Farbe nicht gut angenommen. Das könnt ihr sehen. Eine Oberlippe, Gott sei Dank, irgendwie mehr. Ich verstehe es nicht. Man hat zu mir gesagt, die Oberlippe ist das Problem, nur weil sie scheiße aussieht. Nur weil die Oberlippe scheiße aussieht, scheiße unterspritzt ist, hat man gesagt, da wird nichts halten. Aber es sieht jetzt trotzdem halt so aus, als wird in der Oberlippe mehr Farbe halten. Und in der Unterlippe, könnt ihr das nicht sehen, dass nur die Outline in der Unterlippe ist. Und der Rest ist, ich kann da nicht, darf da auch nicht mit dem Finger drüber gehen, ist ganz normale Lippenfarbe. Also, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich finde es nicht fair. Du blätterst 350 Euro für diese Behandlung hin und bekommst nicht das, was du dir vorgestellt hast und das auch geäußert hast. Das ist der zweite Tag nach meinen Aquarelllips. Ihr seht, dass die Outline dunkler ist als die eigentliche Lippe. Ich habe mir gerade meine Haare getönt und blondiert. Ich habe gelesen, wenn ihr die Lippen zu oft befeuchtet, dass das auch wieder die Pigmente rauszieht. Tag 4 der Aquarelllipsbehandlung. Die Unterlippe ist sehr, sehr, sehr stark geschwollen, weil ich einen Lippenherpes bekommen habe. Das ist Tag 5 der Aquarelllips.
Der Herpes heilt ganz gut ab. Ich habe mir heute aber noch eine neue Creme gekauft. Die zeige ich euch aber auch erst die Tage. Stärker als Aziclovir, weil die Tabletten haben es ja nicht gebracht. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Farbe ist stark verblasst. Ich bin sehr, sehr, sehr enttäuscht von der Arbeit. Wenn ihr Instagram-Account seht, dann seht ihr eine Flut von also super schöne Ergebnisse. Ich wollte wirklich jemand richtig Gutes. Die Dame in Köln, die wirkte alleine schon von ihrem Profil so überzeugend und man denkt sich da nicht viel bei. Man hat diese Plattform, sieht Ergebnisse, ist überzeugt, möchte man auch haben. So war es dann auch bei mir. Ich habe relativ schnell einen Termin bekommen und dann hin da. Generell, du vertraust dich einer Kosmetikerin, einer Heilpraktikerin, was auch immer die Bezeichnung dafür sein darf. Du vertraust dich dieser Branche mit deinem Gesicht an. Ja, das ist mein Gesicht, da schaut mich jeder mit an. Mir fällt das schon extrem schwer, jemanden ins Gesicht zu schauen mit meinen Fieberbläschen, also den Narben, die ich davon bekommen habe. Da muss ich mich jedes Mal rechtfertigen. Was hast du denn eigentlich da gemacht? Was ist das da an deiner Lippe? Und wenn du dann zu jemandem hingehst, der dir deine Lippen verschönern soll, darf ich es jedes Mal rechtfertigen, warum, weshalb, wieso. Und ich wollte das nicht mehr. Also ich wollte auch so ein bisschen mit dem Aquarellips von diesen Lippenherpesnarben ablenken, weil sie doch mitten im Gesicht sind. Und ich wollte das Ganze verbessern, nicht verschlimmern. Und deswegen habe ich gedacht, machst du Permanent Make-up. Permanent Make-up hält auch nicht ewig, also mir war das schon im Vorfeld klar, gerade bei den Lippen. Die Behandlung, die ich mir jetzt am Wochenende in Köln machen lassen habe, das war mit Abstand eines der schlimmsten Behandlungen, die ich je hatte. Ich versuche in diesem Video möglichst niemanden schlecht zu reden, ich versuche auch möglichst niemanden zu nennen. Da muss ich mich dann halt selbst schützen, aber ich bin schon ziemlich sauer, ich bin ziemlich traurig, ich bin ziemlich depressiv, verzweifelt. Ich habe mich die letzten Tage einfach echt leer gefühlt. Wirklich sehr, wie als wäre jemand gestorben. Also so sehr hat mich das getroffen. Die Behandlung an sich war schmerzhaft, Leute. Sie hat gesagt, meine Kundinnen könnten dabei schlafen. So ein Bullshit. Also jeder ist natürlich unterschiedlich schmerzempfindlich, aber das hältst du nur so gerade aus. Du lässt das einfach über dich hergehen. Du kannst eine gewisse Sache aushalten und bis zu einer Grenze brauchst du Betäubungscreme. Sie hat immer wieder Betäubungscreme immer mal nachgelegt, die hat aber dann mal gut gehalten, mal wieder dann schnell abgelassen. Ihr dürft euch das vorstellen, ihr kriegt die Outline zuerst, also die Lippenumrandung. Pigmentiert, das ist so das, was ihr ohne Betäubung aushalten müsst. Alles andere, die Schattierung, müsst ihr nicht ohne Betäubungscreme aushalten. Aber es hat trotzdem total wehgetan. Zudem habe ich ja Hyaluron in meinen Lippen und teilweise auch Knoten. Und diese Knoten sind so ziemlich das Einzige, was in meiner Lippe gehalten hat, was so ein bisschen Volumen und mir das Gefühl gegeben hat, du hast was machen lassen. Das ist nichts, wo ich unbedingt drauf stolz bin, aber es ist etwas, was so ein kleiner Erfolg für mich mindestens war. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Alle sagen immer, löse es auf, aber wisst ihr, wie viel Geld ich für diese Lippen investiert habe? Klar, für nur so wenig, aber habe ich viel gegeben. Ich habe über Tausende von Euros bezahlt. Und dann kommt jemand und sagt, löst das auf. Da kann ich das Geld ja auch einfachen Obdachlosen geben. Damit hätte ich noch viel, viel, viel mehr getan, als einfach nur das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Sie hat mehrfach versucht, drüber zu pigmentieren. Sie sagte, du blutest. Das Blut würde die Farbe immer rausschwemmen. Und das ist auch logisch. Aber sowas hätte ich gerne vor einer Behandlung gewusst. Man hätte einen Amnesebogen ausfüllen müssen, man hätte mich im Vorfeld beraten müssen. Also ich gebe das jetzt an euch weiter, was ich nicht gehabt habe. Also schätzt das, dass ich euch diese Informationen gebe, denn das
sind wirklich entscheidende Informationen, ob du für eine Aquarelllipsbehandlung geeignet bist. Ich habe Tattoos, ja, und da habe ich auch geblutet, aber die halten super. Aber dass das so einen großen Einfluss auf meine Lippen haben wird, also auf die Aquarelllips haben wird, das war mir nicht bewusst, weil ich wusste ja auch gar nicht, werde ich überhaupt bluten, weil viele sagen, nein, das darf gar nicht bluten, auch Augenbrauen dürften nicht bluten, weil die oberflächlich arbeiten. Und wenn die zu viel Druck ausüben, dann blutet man, oder wenn man zu tief pigmentiert in die Hautschicht, dann blutet man. Ich hatte permanent das Gefühl, sie sucht eine Ausrede dafür, dass sie nicht in der Lage ist, meine Lippen zu machen, also zu pigmentieren. Gut, das mit dem Blut kann ich nachvollziehen. Ich selber habe mich aber nicht gesehen, wie ich da gelegen habe. Ich habe das nur gespürt, dass ab und an Blut ausgetreten ist. Ja, aber ob das wirklich so viel war, das kann ich überhaupt nicht selber bestätigen. Wenn ihr zu Herpes neigt, ja, dann müsst ihr vorher Aciclovir einnehmen oder halt diese Kautabletten. Solltet ihr Herpes bekommen, dürfte diese Behandlung nicht durchgeführt werden. Die Nachbesserung wäre in 6 Wochen und dadurch, dass mich die liebe Dame blockiert hat auf Instagram, verweigert sie die Nachbesserung. Was ist also passiert? Ich kam da rein, ich habe was ausgefüllt, sie hat nicht mehr weiter mit mir über diesen Bogen gesprochen und dieser Bogen ist so, so wichtig für euch. Lest den bitte gut durch. Ich war aufgeregt, ich war aber auch irgendwie positiv gestimmt, also ich war irgendwie fröhlich. Ich habe mich gefreut auf die Behandlung und man denkt sich da nicht viel bei. Man hat ein gewisses Vertrauen, was die Menschen leider auch ausnutzen. Und da sind dann aber auch ganz wichtige Klauseln drin, worauf man sich im Nachhinein, wenn es mal nicht gut gelaufen ist, beziehen kann. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass es nicht gut laufen wird. Deswegen, ich habe einfach angekreuzt. Gut ist, dass ich den Bogen abfotografiert habe. Ich könnte ihn euch hier irgendwie einblenden im Video. Für den Fall, dass ich das tue, rutsche ich mal ein Stück zur Seite. Also ihr unterschreibt auch in so einem Vertrag, dass ihr damit einverstanden seid, dass euch Körperverletzung angetan wird. Ja, was da noch alles drinsteht, könnt ihr ja dann hier mal nachlesen. Im besten Fall immer ein Foto machen, dass auch ihr das habt, weil es stand viel in diesem Vertrag drin, was ich als Kunde wissen muss. Ja, es reicht nicht, wenn ich sowas mal eben schnell überfliege. Also ich kenne das so, dass ein Vertrag über 2 übereinstimmende Willenserklärungen zustande kommt. Ich bin ja Kauffrau, ich kenne mich ja so ein bisschen aus, ne? Und normalerweise ist das so, dass du als jeder Vertragspartner auch eine Vertragskopie bekommt. Das ist ausgeblieben. Am Ende hat sie sich dann mit einer Klausel abgesichert, wo drin steht, dass ich das permanent Make-up abgenommen habe, beziehungsweise dass ich das genehmigt habe und als in Ordnung empfunden habe. So, und damit schließt ihr sämtliche Klagen, rechtliche Schritte aus. Ja, weil ihr habt es ja eingewilligt. Na, da kann man nichts machen. Sprecht mit eurer Stylistin eure Kundenwünsche ab. Eure Wünsche, eure Vorstellungen. Und wenn die nicht realisieren kann, macht sowas nicht. Macht es nicht, geht einfach wieder. Die Belichtung ist natürlich auch immer ein Thema, auch gerade in der Zahnbleaching-Branche. Es liegt ein ganz, ganz großes Werbemittel. Ja. Ich finde das so traurig, in welcher Welt wir leben, dass wir Instagram haben, ist schön und gut. Aber dass es so verfälscht wird, ja, so verfuscht wird, ja, dass du da eigentlich gegen Photoshop kannst ja gar nichts machen. Also wenn du bearbeitete Bilder hast, das ist nicht die Realität. So wirst du niemals aussehen. Das sind Ergebnisse, die sind realitätsfern. Ja, aber wir fallen halt immer wieder darauf rein und besonders verzweifelte Leute, wie ich es bin, und du liegst da und hast die Augen geschlossen und du hörst nur, das wird nicht halten, das wird scheiße aussehen, das macht man so nicht, das wird ja keiner so machen. Ne? Und dann denkst du dir, warum bist du denn eigentlich hier? Warum hast du überhaupt einen Termin gemacht? Warum hast du 350 Euro in der Tasche und wirst die Frau da gleich für bezahlen? Ja, das sind solche Sachen, die mich super geärgert haben. Ich habe geheult. Erstens mal mental, weil es mich psychisch verletzt hat, dass ich mir ständig sagen lassen muss, ich sei ein Krüppel. Ja, das sagt niemand so mir frech ins Gesicht, aber ich habe Audios im Nachhinein bekommen, wo diese Dame sich komplett anders mir gegenüber verhalten hat. Aggressiv gesagt hat, ich habe noch nie so Schrottlippen gesehen. Ja, sowas kann gar nicht halten. Also ich kann nicht so eine Missgeburt sein. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, das nichts bei mir halten möchte.
Ja, ich bin ein Mensch. Ich bin kein besonders gelungener und schöner Mensch. Und ich kann für mein Geld erwarten, wenn sie sich schon Master nennt, dass ich auch das Ergebnis bekomme, wofür ich bezahle. Also ich habe mich vor Ort beschwert. Ich habe gesagt, nein, das gefällt mir so nicht. So ist das überhaupt nicht, wie das im Instagram aussieht. Das kann so nicht bleiben. Ich habe mehrfach gesagt, nein, mal noch ein bisschen da. Man ist ja höflich erzogen. Aber wenn du schon fast beleidigt wirst, wenn du schon so runtergemacht wirst und es alles dir so schlecht geredet wird, dann hast du auch so einen Hals. Ne? Und wenn du dann auch noch Schmerzen hast, dann hast du erst recht so einen Hals. Und dann noch höflich zu bleiben, das fiel mir echt verdammt schwer. Aber ich habe mich immer nur höflich geäußert und habe gesagt, hör mal, ich habe ein Recht darauf, bitte mach das so, wie ich das möchte. Ich habe auch meine Lippen vorgezeichnet und habe ihr gesagt, hör mal, ich möchte das so und so. Klar hat sie gesagt, gut, in der Branche macht man das nicht. Die Haut ist hier anders als auf den Lippen. Das wird ein Unterschied sein. Ich habe gesagt, es ist okay. Ich kann ja auch noch einen Lippenstift drauf machen. Ich wollte einen größeren Mund. Und den wollte ich von der Ferne, ja. Ich wollte, dass man sieht, ey, die hat einen Mund. Und ich wollte, dass man sieht, Ober- und Unterlippe sind einigermaßen gleich. Einigermaßen gleich von der Größe. Und wir hatten im Vorfeld gesprochen. Sie hat gesagt, bei meinen Kundinnen übermale ich fast immer. Jetzt kam sie sich so zimpelig vor und so zickig und sagt, nein, ich übermale dir das nicht. Das wird dir auch kein professioneller Artist machen. Ja, aber ich bin doch König. Ich gebe dir doch 350 Euro. Ich möchte Aquarelllips haben. Und zwar so, wie du sie im Internet bewirbst. Ja, und wenn du ein bisschen was übermalst, ja, dann machst du das. So. Ich hätte ja auch sagen können, ich veröffentliche das Ergebnis nicht, wenn es dir peinlich ist. Ich nenne dich nicht oder sonst was. Aber ich darf doch für mein Geld erwarten, dass es so aussieht. Gut, dann war ich da raus und dann waren natürlich meine Lippen gerötet, weil sie irritiert waren, weil sie verletzt waren etc. Und geschwollen waren sie. Das sah dann einigermaßen für mich schön aus. Ich liebe das ja, wenn meine Lippen geschwollen sind von der Optik her. So, und dann war ich zu Hause, hab gesagt, nee, Brille mal angehabt. Was mich besonders gestört hat, ist, dass sie die Outline stark pigmentiert hat, dass die sichtbar ist, aber dass die Schattierung so minimal ausgefallen ist. Das hat mich am meisten gestört. Würdest du mit einem Lipliner einfach nur so drüber gezogen rausgehen? Nee, und so wollte ich das nicht. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich habe der dann auch geschrieben, hör mal, das gefällt mir so nicht. Wir warten natürlich ab, aber den Morgen danach wurde es dann halt von der Farbe noch mal krasser, weil diese rote, gereizte Lippe ist ja dann wieder normal durchblutet, also auch quasi heller. Und dann habe ich gesagt, hör mal, da hat ja kaum Farbe angenommen. Ja, da wurde die so unverschämt, ne, so frech. Ich habe dich aufgrund deiner Instagram-Bilder ausgewählt. Warum sieht das bei mir nicht so aus? Dann sagte sie, ja komisch, alle meine Kunden sind zufrieden. Und dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass ich der einzige Mensch bin, der den Mund aufmacht, der sich quasi beschwert, die Sachen reklamieren möchte. Und da ist sie so ausgerastet. Die sagt, okay, komm, jetzt reicht's, jetzt blockiere ich dich. Das war einfach nur schon mal gesagt, es könnte sein, dass wir da noch ein paar Mal dran müssen. Also das ging gar nicht und daraufhin wurde ich kurzerhand sofort blockiert. Und damit hat sie auch ihre Pflicht, ihre Nachbesserungspflicht, die ja auch übrigens im Vertrag drin stand, dass ich eine Nachbesserung bekomme in 6 Wochen, hat sie gebrochen. Ja, also sie hat die Nachbesserung Pflicht abgelehnt. So. Und ich würde mir bestimmt auch nicht mehr die Lippen nachpigmentieren lassen bei einer Frau, wo ich überhaupt gar kein Vertrauen mehr drin habe. Man muss auch ein bisschen Kundenservice haben und ein bisschen Kunden gegenüber freundlich und professionell gegenübertreten und nicht beim nächsten ersten Konflikt direkt zumachen. Wie alt ist diese Person? Ja, also das hat doch nichts mehr mit Professionalität zu tun. Also ich konnte nicht mal sagen, hey, lass mal in 4 Wochen treffen, du guckst mal drüber oder wie sieht's aus, wie kannst du mir entgegenkommen? Finanziell kann ich einen Teil des Gelds zurückbekommen. Komisch, dass das bei all meinen Leuten gut ist. Und da habe ich nur gesagt, dann sind sie aber nicht ehrlich zu dir. Weil das kann nicht sein, dass ich die Einzige bin, die sich jetzt bei dir beschwert. Ne? Ich kann nicht so eine Missgeburt sein, dass die Farbe nicht ausgerechnet an meinen Lippen halten. Ne? Also, das ist todunglücklich gelaufen. Und das muss ich dann einfach akzeptieren. Die Farbe hat doch gar nicht angenommen. Wie soll man denn davon ausgehen, dass sie überhaupt hält? Mir ist doch schon das Ausgangsergebnis, also wie ich da rausgegangen bin, hat es mir nicht gefallen. Das Einzige, was Farbe angenommen hat, waren meine durchbluteten Lippen. Das war die einzige Farbe.
Ne? Sie sagte, ja, das dunkelt noch nach und dann wird es irgendwann wieder heller. Dann habe ich in meiner Verzweiflung zwei, drei Stylistinnen angeschrieben, habe gefragt, ob das so normal ist. Und alle haben gesagt, nein, das ist so nicht normal. Leute, ihr müsst echt vorsichtig sein. Ey, das ist das Pech in dieser Beauty-Branche, das verfolgt mich regelrecht. Das Lippenimplantat war scheiße, manche Unterspritzungen sind scheiße. Ja, Augenbrauen haben nicht immer gehalten. Ich hatte ja auch oft ein Microblading, das hat nicht gehalten. Ja, Wimpern haben nicht gehalten, mal einen großen, eine lange Zeit. Ja, was soll das denn? Warum gerate ich denn immer an diese falschen Leute? Nicht irgendwo hingehen, wo andere Leute hingehen. Und bitte guckt auch, ob die Leute Videos posten. Ja, man kann auch Videos bearbeiten. Es gibt Leute, die starten den Clip, so wie ich ihn jetzt starte, die starten die Kamera gar nicht, ohne vorher einen Weichzeichner einzustellen. Das gibt es auch, Leute. Man schützt sich auch nicht vor Videos. Ja, also schaut euch das gut an, stellt Fragen, schließt nichts aus, seid ehrlich, wenn euch was nicht gefällt. So. Das ist das Ergebnis von den Aquarelllips. Ich werde das nochmal auffrischen lassen bei mir hier in my Hometown und fahre da nicht mehr für irgendjemand, der meint, es gelernt zu haben und es weiterzugeben, aber nicht mehr in der Lage sind, über den Lippenrand zu pigmentieren oder es nicht mal schaffen, gerade Linien außerhalb der eigentlichen Lippenform zu setzen. Das Ganze ist jetzt über 9 Tage her und es sind alle Krusten ab und ich wollte euch nur noch kurz auf dem Laufenden halten. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, zu jemand anderen hinzugehen. Und wenn alles gut geht, lasse ich mir zeitnah nochmal drüber pigmentieren. Ganz wichtig ist mir, dass meine Lippe voll schattiert wird. Ja. Weil wirklich viel gehalten hat es nicht. Ich denke, das war es jetzt auch. Ich denke, dass jetzt nicht noch mehr die Farbe verblassen wird. Das sind meine Lippen. Nach fast 2 Wochen Aquarelllips und ich habe wieder enorme trockene Lippen, aber die Farbe scheint relativ zu halten, also das, was übergeblieben ist. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Es folgen auf jeden Fall weitere Videos zum Thema Aquarelllips, aber ich möchte das Video hier erstmal an der Stelle beenden. Abonnieren, um nichts zu verpassen und bis dann.